Da war wohl der Azubi nicht die Tore, nicht rausgegangen und hat die Tore geöffnet. Herzlich willkommen zur 17. Folge von Zusi 3 zusammen mit Tobi. Moin! Ja, wir starten einmal an derselben Stelle, wo wir auch letzte Woche gestartet haben. Nur sind wir da mal der RB31 von Hamburg-Harburg bis Lüneburg gefahren. Heute fahren wir mit dem Regionalexpress 3 von Hamburg-Harburg über Lüneburg bis Uelzen. Mit deutlich weniger Zwischenhalten mit der Regionalbahn. Aber ich würde sagen, ich spule einmal vor und dann sitzen wir auch gleich schon wieder im Metronom, den wir ja bereits schon aus der letzten Folge kennen, drinne. Und werden nach Harburg reinfahren und dann weiter Richtung Uelzen, ne? Wo wir übrigens auch der letzte Zug des Tages, also der letzte Umlauf von diesem Zug sind und dann noch in Uelzen in die Abstellung den Zug stellen werden. Aber ja, ich würde sagen, ich spule vor und dann geht's los. So, da sind wir, weil wir wieder ein bisschen lange laden müssen und ach, wunderbare Sonnenuntergangsstimmung. Hoffentlich wird es nicht zu dunkel, sonst haben wir noch eine Nachtfahrt. Zu sie auch mal. Nicht so häufig, dass man das erlebt, dass man da nachts unterwegs ist. Hier habt ihr euren Uferplan, den ich natürlich auch brauche. Und dann geht es natürlich erstmal los. 160 haben wir hier, da vorne kommen direkt schon die 100 km/h. Zugbeeinflussung. Ja, und dann sehe ich es erstmal, ich würde sagen, den Déjà-vu der letzten Folge, was wir hier gerade machen, ne? Selbst naja, Déjà-vu wäre nur, dass es nur so sich anfühlt wie, aber es ist ja wirklich wie. Ja, selbes Gleis, gleichartiger Zug vom Aufbau, ist auch wieder hier eine 146er-Lokomotive, dahinter 6 Doppelstockwagen. Sehr geehrte Fahrgäste, in Kürze erreichen wir auch den selben Bahnhof. Sie haben nur folgende Anschlüsse: DECE 885 nach München Hauptbahnhof um 18.13 Uhr von Gleis 4 direkt gegenüber. Die S3 nach Buxtehude um 18.13 Uhr von Gleis 12. Der Regionalexpress 5 nach Cuxhaven um 18.24 Uhr von Gleis 6. Der Metronom RE4 nach Bremen Hauptbahnhof um 18.26 Uhr von Gleis 3 am selben Bahnsteig. Bitte beachten Sie auch die Lautsprecherdurchsagen am Bahnsteig. Das Thema dich eigentlich auch hier wieder daran erinnern, dass du die Tönansagen machen sollst? Ja. Das gilt jetzt in allen, also in fast allen nächsten Folgen. Nächste Station ist Hamburg-Harburg. So. Oder wahrscheinlich ist es dann wieder so wie letzte Folge. Dadurch, dass du mir gesagt hast, dass ich dich dran erinnern soll, erinnerst du dich dann immer dran. Ja, das kann natürlich auch sein. So, habt ihr jetzt gerade schon die ganzen Ansagen gehört? Dankeschön geht übrigens raus nochmal an Sandra für die ganzen Zugansagen. Und in dieser Folge. Und die Zugbegleiteransagen in dieser Folge sind alle von Bruno. Da geht auch ein Dankeschön raus. Okay. Aber die automatischen Zugansagen, die hat alles andere eingesprochen hier für die Metronomzüge. Die kamen auch schon letzte Folge, aber ich habe natürlich letzte Folge nicht nachgeschaut. Deswegen habe ich dann die Namen allen einblenden müssen. Ja. So, jetzt sind wir auf Gleis 3, das Gleis in Richtung Bremen. Also irgendwie werden wir in keiner Folge auf Gleis 4 geleitet. So, letzte Folge auf Gleis 5 irgendwie, diese Folge auf Gleis 3. Aber das eigentliche Gleis 4 in Richtung Hannover, da kommen wir irgendwie nicht drauf. Naja, die Fahrdienstleiter, die haben schon ihre Gründe, warum sie uns hier die ganze Zeit auf irgendwelche anderen Gleise leiten. Oder die haben einfach mal Bock, Tetris zu spielen und die ganzen Fahrgäste zu verwirren, sodass sie immer auf den anderen Bahnsteig rüberrennen müssen. Junge, Tetris. Ein Zug-Tetris. Ja, ich stelle mir gerade so vor, wie du so die Gleise von oben nach unten hast, dann kommen da so Züge runter und du musst die halt eben dann über die Weichen auf die jeweiligen Gleise lenken, da wo Platz ist. Aber auch mit so Pfeiltasten, ja. Wobei ich sagen muss, ich glaube, so viel Spaß haben die auch nicht, weil das System, die ganzen Gleiswechsel einzutragen, das ist jetzt echt nicht so toll. Und ja, ich kann da aus Erfahrung reden. Ne? Ich habe das schon mal während eines Praktikums machen dürfen. Ne? Gleiswechsel eintragen. Aber das war ein Gleiswechsel für die kommenden Tage. Die planmäßige Gleiswechsel, die ich da eintragen durfte unter Aufsicht. Ja, das war noch so semi-spannend. Du hast also niemanden aktiv in Gefahr gebracht, ja? Nö.
Und die meisten Leitwechsel waren eh schon eingetragen, aber ich war derjenige, der natürlich unter Aufsicht, weil ich bin ja kein vollwertiger Bahnmitarbeiter, der dann überprüfen durfte, ob die Gleiswechsel auch alle richtig eingetragen wurden. Und wenn da irgendwelche Fehler drin waren oder so, die andere Leute gemacht haben, dann durfte ich das Ganze korrigieren. Auch wenn irgendwelche Gleiswechsel noch nicht eingetragen waren, durfte ich die alle eintragen und durfte die ganze Zeit mit dem PDF-Dokument vergleichen und Zugnummern überprüfen und ob alles richtig ist, dass die richtigen Gleiswechsel dann da sind und nur sowas. Es war viel Konzentration, die man braucht, aber jetzt nicht so normal, so ich sag mal aus Jux und guter Laune so Bock hat, das zu machen. Deswegen weiß ich nicht, ob die Fahrer jetzt doch so viel Spaß an Zug-Tetris haben. Wenn man den Job macht, dann sollte man da auch Spaß dran haben. Also klar, also in dem Moment, ich fand es jetzt nicht schlimm oder so, das zu machen, aber es ist jetzt nicht so, ich mir denke so, boah, lass mal Züge umsortieren. So, es war eher so, ja okay, da steht noch auf der Agenda, das ist noch was, was wir machen müssen. Naja, dann setzen wir uns mal ran und dann hat mir die Person, die da für mich zuständig war, mir eigentlich einmal eingewiesen, das Ganze, wie das funktioniert. Hat ja ein Praktikum bei der Deutschen Bahn, wo ich mir auch sowas angesehen habe. Weil das ist ab Herbst mein Arbeitgeber. Aber Näheres sage ich nicht. Nicht, dass am Ende noch irgendwann versucht, mich ausfindig zu machen, weil er dann genau weiß, in welcher Abteilung bei der Bahn ich arbeite. Aber nicht, dass sie mich verraten, in welcher Abteilung ich arbeite, plus dazu noch, man weiß, in welcher Stadt ich dann wahrscheinlich auch arbeiten werde. Schon mehrfach genannt in Folgen. Herkommen, und das ist dann auch die Stadt, wo ich arbeite, natürlich, dann kann man da schnell eins und eins zusammenzählen, wo man mich finden könnte. Ich weiß jetzt nicht, wie viele creepy Leute es da draußen gibt, die dann an den richtigen Stellen dann nach Leuten suchen, die wie ich klingen, aber... Ich glaube nicht, dass wir so eine Relevanz haben, dass... Aber egal. Aber sag niemals nie. Übrigens, wir haben LZB-Spaß mal wieder. Ja! Ist auch die gleiche Strecke wie letztes Mal. Ja, nur dass wir jetzt nicht anhalten werden, sondern durchrauschen. Unser erster Halt ist erst Vincent der Lur bei 154. Und bis dahin werden wir noch durchrauschen durch aktuell Meckelfeld, Maschen, Stelle und Asshausen. Und erst danach kommt Vincent der Lur. So, und die Frage ist jetzt, ob wir dann in Stelle hier auf dem Fernzuggleis bleiben oder ob wir auf das Regionalzuggleis rüber wechseln, weil es kommt drauf an, wie der Fahrplan gerade ist. Also wenn zum Beispiel hinter uns jetzt ein ICE hinterherfährt, der natürlich schneller ist als wir, dann werden wir auf das Regionalzuggleis rüber geleitet und der ICE kann es dann auf dem Fernzuggleis überholen. Sollte aber kein Zug hinter uns sein, dann bleiben wir auf dem Fernzuggleis. Also ich feiere auch sonst Szenarien hier. Hinzusehen. Ich hatte es schon, dass ich mit dem RE3 hier gefahren bin und auf dem Fernzuggleis geblieben bin. Ich hatte es aber auch schon, dass ich mit dem dann aufs Regionalzuggleis rübergeleitet wurde. Wie in der letzten Folge auch mit der RB31 rübergeleitet wurden. Deswegen, ja, kommt halt drauf an, wie der Verkehr dann ist. Aber sonst die LZB natürlich alles sagen. Und sollte aufs Regionalzuggleis rübergeleitet werden, dann haben wir halt eben den Abschnitt bis Lüneburg dann ohne LZB, sondern mit PZB zu fahren. Unsere Lok ist natürlich. Wenn ihr trotzdem wissen wollt, was ETCS ist, dann könnt ihr euch gerne das Short angucken, das Pascal schon dazu gemacht hat. 100 km/h, also wir werden rübergeleitet dann in Stelle, weil mit 100 km/h ist die Geschwindigkeit der Weiche dort in Stelle, mit der wir rübergeleitet werden. Das weiß ich mittlerweile von meiner Streckenkunde auswendig. Und 4 Kilometer haut auch ungefähr hin. Aber ja. Das gibt's alles in der letzten Folge. Nochmal eine Erklärung für LZB und ETCS. Und natürlich gibt's auch die Forts dazu. Wenn ihr das Ganze kurz und kompakt zusammengeschnitten haben wollt, in unter einer Minute. Beziehungsweise LZB waren sogar zwei Videos, die ich da gemacht habe. Oh ne, ich lass mal rollen. Ich muss eh gleich bremsen. Da kam das Bremseinsatzpunkt erwarten. Die Lok, die schreibt immer sogar noch alles hin. Ja, auch bei der PZB kommt immer eine Textzeile. Das heißt, du musst gar nicht mehr wissen, was es bedeutet, sondern hier kannst du sogar lesen, was es bedeutet. Hier LZB Ente, Signal und Fahrplan beachten und Bremseinsatzpunkt erwarten steht auch noch da. Ich habe auch gerade das Vorsignal mit den 100 km/h. Aber das kann uns ja egal sein, weil in der LZB fahren wir ohne PZB und die Signale können es in der Theorie auch egal sein.
Auch wenn die Fahrt ohne Signale und der LZB nicht erlaubt ist, aber wir müssen auf die nicht achten, ne? Weil wir alles, was die Signale uns sagen, ja auch in der PZB, Quatsch, hier in der LZB auf dem Bildschirm angezeigt bekommen. Und unter ATCS kann man tatsächlich halt so wirklich ohne reale Signale fahren, sondern nur mit fiktiven Signalen, also wo dann an der Bahnsteige sind dann nur so Tafeln, wo dann draufsteht, dass dort sich theoretisch ein Signal befinden würde. Und ETCS behandelt das dann auch so, als ob an der Stelle ein Signal wäre, was zum Beispiel auf Rot oder auf Grün steht. Aber das ist nur theoretisch dort da, das Signal, und zeigt nur theoretisch Rot oder Grün an. Praktisch ist dort einfach nur irgendeine Tafel, wo nur der Bordcomputer weiß, ob das Signal Rot oder Grün ist. Das geht ja heutzutage alles, weil ja auch die Stellwerke digital sind. Zum Teil schon. Natürlich gibt es auch noch die guten alten Drucktastenstellwerke, die ich ja am schönsten finde, aus der Nachkriegszeit und natürlich aus der Vorkriegszeit, die mechanischen und die elektromechanischen Stellwerke, wo man wirklich noch Hebel und Kurbeln hat und dann die Formsignale per Hand stellt, beziehungsweise man dort mit einer Kurbel was kurbelt und einen Elektromotor automatisches Signal stellt, was dann ein bisschen angenehmer ist, als jedes Mal dort dieses Zugseil mit einem Hebel selber dort runterzuziehen. Aber ja, Stellwerke bin ich jetzt auch nicht der große Fachmann dafür. Ja, du hast aber gerade ziemlich viel erzählt. Naja, das sind halt die vier Stellbauwerksbauformen, die es gibt. Ich wüsste nicht eine davon. Ja, mechanische Stellwerke, das sind halt eben Stellwerke, mit denen man noch ganz per Hand einen riesigen Hebel ziehen muss, mit dem dann das Zugseil gezogen wird und dadurch das Formsignal halt eben dann entweder hoch oder runter gezogen wird, sodass es entweder Fahrt oder Halt zeigt. Oder auch die Weichen dann verstellt werden manuell mit dem Seil, den man halt eben an der Weiche dann auch zieht. Über das Seil. Elektromechanisch ist halt eben da, hat man dann, glaube ich, Tasten oder Kurbeln oder irgendwas, die man halt eben drehen oder drücken muss. Und dadurch wird dann ein Elektromotor angeworfen, der halt eben dieses Zugseil zieht. Drucktastenstellwerk ist halt eben so, da hat man einen riesigen Stelltisch, auf dem modellhaft der Bahnhof oder die Bahnstrecke, also die Bahnhöfe halt eben dargestellt sind. Und dort drückt man dann den Knopf für Anfang und ein für Ende. Und dann werden automatisch alle Weichen und Signale entlang der eingestellten Strecke, die der Zug eben fahren soll, von Anfangspunkt zu Endpunkt halt eben dann umgestellt und auf Grün gestellt. Und dann funktioniert das halt eben. Und dann gibt es auch die elektrischen, die funktionieren über einen Computer. Und da klickt man halt eben dann einfach auf einem Bildschirm das Ganze, ähnlich wie beim Drucktastenstellwerk halt eben. Ich glaube, im Verkehrsmuseum hier in Dresden, da gibt es doch so ein, das zweite letzte, was du genannt hast, gibt es doch da so eins, wo du so anfangen kannst. Kann sein, ich war seit Jahren nicht mehr im Verkehrsmuseum, muss ich jetzt ehrlich sagen. Für die Modellbahn dort war es, glaube ich. Das ist ewig lange her. Ich musste mal wieder hin. Oh, übrigens, wir sind gleich schon da. Wir haben noch 1,2 Kilometer bis Winsen in der Lur. Das heißt, die Ansage kommt jetzt hier im Moment. Soll das heißen, dass ich die Klappe halten soll? Nächste Station ist Winsen. Ich sehe, ob die Leute jetzt gerade überhaupt verstanden haben, was wir geflüstert haben, weil die Ansage nämlich parallel dazu kam. Ich habe dein Geflüster nicht gehört, wirklich. Es kam nicht durch, es wurde rausgefiltert. Echt? Ja. Mein Geflüster war einfach nur ein Ja. Okay, habe ich nicht gehört. Aber wir wollen ja nicht durchrauschen, während wir hier die ganze Zeit labern und erzählen über Stellwerksbauformen. Oh, das ist eine schöne Bremskurve, die ich hier hingelegt habe. Fein gemacht. Ist mir aufgefallen, diese Lok hier, die bremst nämlich ein bisschen zu stark für das, wie ich es mache. Ich mache aber bei 160 km/h, gehe ich eigentlich immer fast schon in die Vollbremse. Da nehme ich wirklich alle Bremskraft, die diese Lok hat, bevor es halt eben die Notbremse ist. Aber diese Lok hat so eine starke Bremskraft, dass ich da eigentlich nur mit halber Bremskraft bei 160 km/h bremsen kann. Aber gut, ich sag mal so, diese Lok hier in leicht abgewandelter Form gibt es ja auch als Güterzuglok. Und da ist natürlich dann auch ausgelegt, dass die in einem Kilometer stehen bleiben kann mit deutlich mehr Gewicht dran als, ich sag mal so, keine Ahnung, ein paar hundert Menschen und 6 Waggons. Ne? Das ist ja, es wiegt ja jetzt nicht so viel, also zugtechnisch gesehen, als wenn ich so einen riesigen Güterzug hätte. Der wiegt natürlich mehr. Übrigens, ihr seht es da auf der Strecke, da ist das Vorsignal auf Grün, auf dem Fernzuggleis. Das heißt, uns wird tatsächlich jetzt irgendein anderer Zug überholen. Im Lauf, jetzt gleich hier.
weswegen wir halt eben hier auf dem Regionalzuggleis unterwegs sind. Aber das ist ja nicht schlimm, wenn wir hier unterwegs sind. Schade uns ja nicht. Wir können ja trotzdem 160 km/h fahren. Nur halt müssen wir auf die ganze PZB und sowas achten, statt dass wir die ETCS nur einfach LZB da einfach nutzen können. Was ist denn los heute? Ich fahre nicht unter ETCS, sondern unter LZB, um Gottes Willen. So, Fahrplan. Wir sollen es in einer halben Minute ankommen. Pünktlichkeit wird hier groß geschrieben. Ja, ich habe eine Minute Verfrühung. Und dann einmal zurücklehnen. Strecken, entspannen. Aber nicht einschlafen. Nee, nur mal kurz gehen. Gut, die Türen sind zu, das rote Männchen ist immer noch da, aber wir haben, ich würde sagen, lang genug hier gestanden. Oh, dieser Anfahr-Sound. Oh, ich mag den. Aber ich bin ja auch bei uns in Dresden von den S-Bahnen gewohnt, weil es die gleiche Lokomotive, die auch in Dresden und die S-Bahnen zieht. War zumindest eine der Lokomotiven da über die CCE. Bei uns waren auch noch 143er Lokomotiven, das sind ja so alte, extrem laute DDR-Elektro-Lok-Biester. Wenn die bei uns in den Hauptbahnhof einfahren, diese 143er, dann versteht man das zum anderen Ende des Hauptbahnhofs sein Wort nicht mehr, weil wir diese riesige Kuppelhalle haben, durch die einfach dieser laute Sound, dieser extrem lauten E-Lok einfach durch die gesamte Bahnhofshalle einfach durchhallt. Deswegen. Sifa. Also, wegen vorhin, wo ich meinte, also ich will vielleicht nicht zu viel verraten, ne? Ich glaube, umso mehr Sachen ich dann bahnintern verrate, also bahnintern, ne? Umso mehr ich dann an Wissen so oder dann Sachen so erzähle, ich glaube, daran schließt sich das ganz ein. Also ich glaube, wer ein bisschen Eisenbahn-Ahnung hat, der weiß schon, dass es jetzt eigentlich nur noch zwei Bereiche gibt, wo ich arbeiten könnte. Junge, hör doch auf, ey. Weil ich schon alles eingeschränkt habe mit dem Zeug, was ich erzählt habe, related zu dem Thema. Ah ja. Ich hoffe einfach mal, dass niemand irgendwann eines Tages dasteht und mich bei der Arbeit stört. So, Lüneburg bei 131,6. Naja, dann haben wir noch 15 Kilometer. Bis dahin. Ja, gibt's irgendwelche Anekdötchen zu erzählen, Tobi? Ja, wir rauschen jetzt eine Weile durch die Gegend. Das ist ein Regionalexpress, ne? Uff, gute Freude. Aber ich weiß nicht. Sehr gut. Da haben wir einmal ein Metronom in die Gegenrichtung. So, den IC wollen wir nie im Leben mehr einholen. Was wahrscheinlich einen logischen Grund hat, dass der ICE noch vor uns durch Lüneburg durchrollen soll, weil in Lüneburg natürlich dann hier das, also vor Lüneburg fällt dann ja das Regionalzuggleis hier weg. Das haben wir auch in der letzten Folge ja gesehen. Und da sollte der IC natürlich dann ein gutes Stückchen vor uns sein, dass wir dann hinter dem herfahren können. Unseren weiteren Fahrtweg nach Uelzen. Und weil es, wie gesagt, schon dunkel wird, gehen dann natürlich auch langsam nach und nach die einzelnen Zugläufe außer Betrieb, so auch unser Zuglauf. Mit denen wir in Uelzen noch ein bisschen schön rumrangieren dürfen. Bis in die Abstellung. Das heißt, da wird es auch noch ein bisschen Rangierspaß dann geben. Ein paar Rangierfahrten. Ne? Weil wir dann immer quer durch halb Uelzen rangieren müssen. Ja, es kommt drauf an, wie groß es ist. Wie lange das dann dauert. Ja, wir müssen vom Bahnhof einmal in den Güterbahnhof, dort müssen wir einen Fahrtrichtungswechsel machen, dann müssen wir vom Güterbahnhof wieder in den Bahnhof und von dort dann noch in die Abstellung. Also wir werden da schon ein Stückchen fahren, wir haben auch ein paar Wartezeiten, weil wir müssen immer genau dann, während die Rangierfahrten ja eingetaktet, wenn gerade kein planmäßiger Zug durch den Bahnhof rollt, weil Rangierfahrten haben natürlich immer den Nachteil, dass sie quer durch den halben Bahnhof fahren und dadurch während ihrer Fahrt mehrere Gleise blockieren.
im Bahnhof. Mhm. Deswegen müssen die Shuttle eben perfekt abgetimt sein, sodass da jetzt gerade mal kurz für ein paar Minuten kein Zug unterwegs ist auf den Gleisen, dass man deswegen da mal kurz drüber geleitet werden kann. Ich habe übrigens gerade die Bahnsteigansage vergessen, ne? In Harburg als auch in Winsen. Ne? Hat jemand seinen Job nicht gemacht? Okay, dafür mache ich jetzt aber Lüneburg. Mit dem Bahnsteigansagen. Ist ja gar nicht mehr weit, noch 8 Kilometer. Hälfte haben wir schon geschafft. Sollen wir uns mal da sein in Lüneburg? 32. Das heißt, wir haben jetzt für 8 Kilometer noch 9 Minuten, ne? Und wir fahren mehr als 60 km/h. Worten, ich glaube, wir werden mit guter Verbrühung in Lüneburg ankommen. Weil bei 60 km/h braucht man für 1 Kilometer eine Minute. Und wir haben 9 Minuten und 8 Kilometer. Das klingt nach Verfrühung. Zumindest nach meinen bescheidenen Mathe-Grundkurskenntnissen zumindest. Klingt das so. Wie wir aus der Bausim-Folge am Mittwoch her wissen, oh Gott, sehr gut sind. Oh Gott. Oh, das war peinlich, wie ich mich da verrechnet habe. Wir werden euch jetzt natürlich nicht sagen, was da genau passiert ist. Das müsst ihr schon in die Folge schauen, natürlich, weil ihr wissen wollt, wie ich mich peinlich verrechne und es selber gar nicht mitbekomme. Und ich noch denke, dass es ein Scherz ist. Aber ich es tot ernst meine. So, ich würde sagen, aufgrund der Tatsache, dass wir Verfügung haben werden, werde ich jetzt einfach mal den energiesparenden Lokführer machen und einfach mal das Gas wegnehmen und lass uns einfach mal rollen. Wir nehmen keinen Strom mehr, sondern rollen einfach nur. Ah, wir haben E-Gelb. Zugbeeinflussung. Sehr geehrte Fahrgäste, wir erreichen in wenigen Minuten Lüneburg. Dort besteht Anschluss an den ICE 1576 nach Rostock Hauptbahnhof um 18:58 von Gleis 2 und an den ICE 1677 nach Hannover Hauptbahnhof um 18:59 von Gleis 1 am selben Bahnsteig. Bitte beachten Sie auch die Lautsprecherdurchsagen am Bahnsteig. Das Team des Metronomen verabschieden sich von allen Fahrgästen, die hier aussteigen. Auf Wiedersehen. Jo, ich würde sagen, der ICE ist noch nicht weit genug vor uns. Im ICE vielleicht doch ein kleines Stückchen eingeholt. Und jetzt haben wir noch keine Einfahrt in den Bahnhof Lüneburg, sondern müssen hier nochmal stehen bleiben. Und weil wir Verfrühung haben, ist das ein Problem. Weil hätten wir keine Verfrühung, sondern sogar Verspätung oder so, dann hätten wir jetzt kein rotes Signal. Wären wir pünktlich, das sollte eigentlich der Anspruch sein. Aber gut, dann verfrühen wir jetzt ein rotes Signal. Und weil ich natürlich weiß, dass als Fahrgast immer ein bisschen befremdlich ist, wenn man mitten auf der Strecke einfach random stehen bleibt, weil ich es euch nicht durchsage, weil ich bin ja freundlich. Sehr geehrte Fahrgäste, aufgrund von Verfrühung haben wir noch keine Einfahrt im Bahnhof Lüneburg und müssen kurz warten, bis das Gleis frei ist. Ich bitte um Ihr Verständnis. So, dann habe ich auch... Wunderbar. Ja, weil... Machst du im Schnitt dann so einen Hall-Effekt drüber? Nee, das wäre Aufwand. weil man hört ja und liest ja auch immer wieder mal, dass es Kritik an der Deutschen Bahn gibt bezüglich Service, weil man immer ist so, ja, Grund dafür ist sonst was, aber dann können sich Leute dafür auch Sachen nicht vorstellen. Also, keine Ahnung, hier so viel Verspätung, Grund dafür sind Unregelmäßigkeiten im Betriebsablauf oder sowas. Also, oder auch wenn man halt immer so stehen bleibt und so. Ist halt doof, deswegen. Und viele Kunden haben in Umfragen immer angegeben, dass sie sich einfach mehr Transparenz in Form von eindeutigen Durchsagen wünschen würden. Sei es im Zug, wenn irgendwas ist, oder sei es halt einfach, dass die, Verspätungsgründe zum Beispiel auch detaillierter sind. Oder dass die besser angezeigt werden. Dass zum Beispiel nicht gesagt wird, Grund dafür sind Fehler im Betriebsablauf, sondern zum Beispiel gesagt wird, ja, weil
was es auch gerne mal gibt, der Zug hat Verspätung, weil der Lokführer selber mit der Bahn ankommt oder weil der von einem Zug ins anderen Zug umsteigen muss, aber der Zug, von dem der Zug kommt, hat Verspätung. Das ist häufig im Fernverkehr so, dass Lokführer da nur auf einer Strecke unterwegs sind. Zugbeeinflussung. Zum Beispiel immer zwischen Stuttgart und München pendeln. Und wenn der Zug dann aus München Verspätung hat, dann hat natürlich der Zug von Stuttgart nach München auch wieder Verspätung. Zwangsbremsung. Ja, ich soll mich befreien. Ich hätte mich befreien. Ich war so, ich muss mich doch befreien. Ich muss mich doch befreien. Aber was mache ich? Befreie mich natürlich nicht. Zwangsbremsung. Sondern rede lieber weiter, ohne einmal den Knopf zu drücken, mich zu befreien, obwohl ich dran gedacht habe, ich mich noch befreien muss. Weißt du, woran du aber auch nicht gedacht hast? An die Ansage mit den Türen. Ja, wir sind ja noch nicht in Lüneburg. Ach stimmt, wir haben ja ein rotes Signal gehalten. Hm. Richtig. Wir haben doch gerade angehalten, verdammt! Aber hat ihm das dann einfach solche Ansagen, ich sag mal, kommen? Weil dann sind die Leute auch alle deutlich zufrieden. Sag ich mich befreit? Jetzt soll ich keine Zwangsversion kommen. Dann sind die Leute einfach auch zufriedener und haben wenigstens die Möglichkeit, Verständnis zu zeigen dafür, dass er dem irgendwas schief läuft. Oder kriegen jetzt nicht irgendwie Panik im Sinne von, hey, warum bleiben wir mitten auf der Strecke stehen? Ist irgendwas kaputt? Ist irgendwas falsch? Nee, wir waren einfach nur zu schnell. Ich bin zu gut gefahren. Liebe Fahrgäste, wir haben Verfrühung, weil unser Zugfahrer mal wieder auf Speedy gemacht hat. Ich bin Vmax gefahren, ich bin das gefahren, was ich fahren durfte. Das Gaspedal durchgetreten hat. Ich bin so schnell gefahren, wie ich fahren durfte. Ich habe nichts falsch gemacht. Anmerkung dabei, er wurde nicht geblitzt. Ja, Blitzer gibt's nicht. Hier gibt's nur PZB-Magnete. Ja, aber schon funny, wenn man irgendwo so Blitzer aufstellen würde. Naja, aber an sich... Am besten machst du den Blitzer machst du noch 50 km/h. Ja, aber an sich ist aber der Blitzer... auf der Straße ist vergleichbar mit dem Geschwindigkeitsprüfabschnitt bei der PZB. Weil die machen genau das gleiche. Nur ist der Blitzer nicht zwangsbremst, sondern dem Bußgeld Bescheid gibt. Nächste Station ist Lüneburg. Zugbeeinflussung. So. Und da haben wir auch schon Bahnhof Lüneburg vor uns und diesmal halten wir nicht auf der Westseite, sondern auf der Ostseite. Weil zur Westseite sind wir letztes Mal dann abgebogen hier nach rechts. Aber wir halten jetzt hier auf der Ostseite des Bahnhofs. Da haben wir noch eine andere Regionalbahn, die gerade losfährt. Mit einem Alstom Coradia. Das war mein WhatsApp, Entschuldigung. Mit einem Alstom Coradia Lind und hier haben wir einmal ein Metronom in die Gegenrichtung, dem Gleis 3. Hat jemand sein WhatsApp einfach im Hintergrund offen gelassen? Schlimm. Kennt ihr das, wenn das so in Videos oder Livestreams so ist, dass keine Ahnung, so ein Discord-Nachricht oder WhatsApp-Nachricht kommt und dann einfach so selber nachschaut? So plötzlich reflexartig. Auch wenn er gesagt wird, sorry, war meine Nachricht. Man einfach viel schneller nachschaut, als dann das sorry, war meine Nachricht dann gekommen ist. Deswegen sorry für alle, die jetzt gerade auf ihr WhatsApp geschaut haben. Ich habe mir gerade so ein bisschen bösartigen Gedanken gehabt, dass wenn ich mir irgendwann mal so ein Soundboard hole, wo man so Knöpfe drücken Nein. kann, um bestimmte Sounds abzuspielen, dass Nein. ich da einfach so Discord, WhatsApp... Was weiß ich noch, was drauflege? Oh, das ist böse. Das ist böse. Ich weiß nicht, ob das so produktiv ist, Zuschauer-Trolling. Ah, das kommt bestimmt gut an. Ja, wenn man die Person, die eigentlich für den eigenen Erfolg, in Anführungszeichen, so groß ist der bei uns oder nicht, aber für den Erfolg verantwortlich sind, wenn man die Leute dann einfach trollt. Weiß ich jetzt nicht. So, Lüneburg, Abfahrt ist 33. So viel Verfrühung hatten wir jetzt gar nicht mehr. Dank des roten Signals, was uns ausgebremst hat. Da waren wir jetzt doch relativ pünktlich da. So, und ab jetzt kommen wir hier in neue Gefilde, die wir noch gar nicht kennen. Jetzt wird's regelrecht interessant.
Ja, bisher die Strecke kannten wir ja schon, das war ja nichts Neues, nur sind wir ein bisschen schneller durchgefahren. Ich wollte gerade sagen, das sollte man vielleicht nicht über sein Video sagen, innerhalb eines Videos. Ja, so. Jetzt wird's mal interessant. Die ersten 35 Minuten sind vorbei, jetzt wird's spannend erst. Der interessante Part beginnt erst nach über einer halben Stunde. Zwangsbremsung. Zwangsbremsung. Störung. Zwangsbremsung. Zwangsbremsung. Heute ist irgendwie nicht mein Tag. Nee. Ich fahre los und denke mir so, 25 km/h, weil 500 Hertz Überwachung. Was mache ich? Fahr schneller als 25 km/h. Ich denk's mir die ganze Zeit, aber setz es da nicht um. Warte mal, wir waren doch gerade an einem Bahnsteig, oder? Wir stehen immer noch am Bahnsteig, aber... Ja, also wir fahren gerade los und ich habe natürlich nicht die Anzeige gemacht, das ist richtig. Ja. Dann machen wir es halt eben in Bienenbüttel. In Bienenbüttel denken wir dann wirklich dran. Ja. An die zugestiegenen Fahrgäste. Herzlich willkommen an Bord des Metronom auf der Fahrt nach Uelzen mit Halt in Bienenbüttel und Bad Bevensen. Dankeschön. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Bitte beachten Sie, dass alle Metronomzüge alkoholfrei fahren. Verzichten Sie deshalb auf das Bereitstellen sowie das Konsumieren von alkoholischen Getränken, damit wir ein angenehmes Fahrklima für alle Gäste haben. So, 110 km/h und ab 131 sind 160 km/h wieder. Oh, hier haben wir eine alte Diesellokomotive stehen. Das ist... da kann ich gar nicht sagen, was das für eine ist. Ich würde sagen, das ist ein U-Boot, aber nee, dazu fehlten die Bullaugenfenster. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr wisst, was das ist. Ich dachte erst aufgrund der Form, dass es ein U-Boot ist, aber nee. Gut, andererseits, U-Boot macht doch nicht so viel Sinn, weil U-Boot ist eine DDR-Lokomotive. Die damals die DDR bekommen hat, schwere Güterlokomotive und auch jetzt für Regionalverkehrszüge aus Rumänien haben wir die bekommen. Oder den Spitznamen U-Boot bekommen aufgrund ihrer Bullaugenfenster und weil sie so häufig verschwunden ist im Bahnbetriebswerk, weil die immer wieder kaputt war und dann am Ende mit deutschen Ersatzteilen ausgetauscht wurde und irgendwann nach ein paar Jahren die Loks eigentlich nur noch aus deutschen Teilen bestanden. Ne? Weil die ganzen rumänischen Teile alle ihren Geist aufgegeben haben. Es war jetzt nicht der klügste Kauf von der Deutschen Reichsbahn, aber gut, andererseits im Sozialismus mit dem Warschauer Vertrag, naja, jeder Staat hatte seine eigenen Brötchen zu backen, im Sinne von, also hatte halt eben Dinge, die er herstellen durfte für den gesamten Ostblock. Und die DDR hatte halt nur zwei Optionen, wo sie schwere Güterlokomotiven herbekommen kann, entweder aus Rumänien oder aus der Sowjetunion. Wo ja zum Beispiel die Ludmillas her sind. Ja, und die rumänischen Dinge haben jetzt nicht die besten Erfahrungen gebracht. So, Bienenbüttel liegt bei 118,6. Das heißt, wir haben noch relativ genau 10 Kilometer Zeit. Und die LZB sollte nämlich auch gleich angehen, weil hier haben wir wieder das LZB-Kabel liegen. Den Linienleiter. Was ist das für eine Diesellokomotive? Ah, da geht sie gerade an. Wenn man gerade vom Edel ratscht, ne? Aber was ist das für eine Diesellokomotive? Keine Ahnung. Ich glaube, so alten Diesellokomotive bin jetzt auch nicht der größte Experte. Aber alle, die mir einfallen, historischen Diesellokomotiven, die sind jetzt nicht diese Lokomotive. Was ich sonst noch kenne, wäre eben die 218, die Ludmilla. Ich kenne nicht vor allem noch die Ostlokomotiven, ist auch irgendwie schlimm. Sind wir nicht gerade im Westen? Ja. Naja. Niedersachsen liegt im Westen. Deswegen werden hier wahrscheinlich nicht so viele ehemalige DDR-Lokomotiven zu finden sein. Wobei ich glaube, ich weiß gar nicht, ob. Ich glaube, die U-Boote, das sind doch alle mittlerweile museal erhalten oder verschrottet. Ich glaube, das ist nichts irgendwo noch abgestellt von den Dingern. Höchstens im Museum. Na, sag ich ja, museal abgestellt. Aber teilweise zum Beispiel in Leipzig ist es so, da ist im davor gelagerten Abstellbahnhof stehen da ganz, ganz viele alte Lokomotiven und Waggons noch rum, die da einfach rumstehen und versauern halt eben, für den Fall, dass man irgendwann mal Ersatzzüge braucht und die dann vielleicht auf die nochmal eventuell irgendwann zurückgreifen kann.
oder um die auch zu verkaufen, ne? Die Deutsche Bahn verkauft ja auch altes Wagenmaterial auf DB Gebrauchzug. Und wer sich schon gewundert hat, warum die Flixtrain-Waggons alle so verdächtig aussehen wie alte Intercity-Waggons, sind halt alte Intercity-Waggons, die die Deutsche Bahn nicht mehr haben wollte, abgestellt hat und die Flixtrain einfach gekauft hat und dann einfach von Grund auf modernisiert hat. Deswegen fahren jetzt die alten Intercity-Waggons halt eben komplett modernisiert und neu lackiert bei Flixtrain rum. So. 118,6. Ist noch ein bisschen, aber wir dürfen jetzt schon gleich auf 60 km/h runterbremsen. Weil in Wienbüttel haben wir nämlich ein Überholungsgleis, auf das wir drauffahren werden, wo sich der Bahnsteig befindet. Zugbeeinflussung. Wir das in der Theorie auch einen Zug überholen könnte hier, aber dazu müssen wir natürlich dann eine längere Weile stehen bleiben. Während das dritte Gleis, sage ich mal, zwischen Lüneburg und Stelle den Vorteil, dass man da natürlich eine fliegende Überholung machen kann, also während der Fahrt von beiden Zügen, während so ein Überholungsgleis in einem Bahnhof natürlich bedeutet, dass man dass der eine Zug halt eben am Überholungsgleis eben die ganze Zeit stehen bleiben muss und warten muss, bis der andere Zug ihn überholt hat. Achso, 60, nicht 80. Ich muss noch ein Stückchen bremsen. So. Na gut, ist ja auch schon gleich 1,5 Kilometer noch. Jetzt sehen wir schon das Signal da vorne. Ich fühle mich so langsam jetzt an die 60 km/h, wenn ganz mit 160 lang gerauscht ist. Aber es ist auch wie wenn man von der Autobahn kommt, dann fühlt sich plötzlich auch 50 km/h in der Stadt auch ein bisschen sehr langsam an. Zugbeeinflussung. Der gleiche Effekt ist hier. Nächste Station auch, ist man schleicht Wienbüttel. Sifa. Wobei wir natürlich immerhin noch 60 km/h fahren. Ich würde ein bisschen Start stimmen, als würde die Sonne gar nicht untergehen wollen. Wobei zu sie ja natürlich eigentlich dynamische Tageszeitwechsel hat. Das ist schon eine sehr lange Dämmerung heute. Aber ist ja auch nicht schlimm. Dämmerung ist ja auch ein schöner Zustand. Jo, definitiv. Vor allem für euch, weil ihr kriegt ja das Ganze noch ein bisschen extra Kontrast geliefert, das Video. Werden ja noch alle schön farbkorrigiert, ein bisschen. Also für euch die Farben alle noch ein bisschen kontrastreicher und intensiver sind. Aber selbst so ist der Mischung ganz schön, mit dem Orange-Violett. Wo man aber noch viel schönere Sonnenuntergänge und so beobachten kann, ist The Hunter, Call of the Wild. Haben wir auch schon 3 Livestreams, glaube ich, zugemacht. Mal gucken, ob vielleicht demnächst nochmal was kommt. So, da sind wir in Wienbüttel. Wir haben eine Minute Verspätung. Es ist ungut. Wir haben das erreicht. Wir sind ja auch so schnell gefahren, wie wir sollten die ganze Zeit. Also. Jetzt ist der Fahrplan nicht mehr so entspannt wie vorhin. Also vorhin war der Fahrplan ja schon sehr entspannt eingerichtet. Wahrscheinlich einfach, weil man ein bisschen Angst hatte im Sinne von, was ist, wenn es Verzögerungen gibt bei dieser stark auslasteten Strecke. Nicht, dass dann alles komplett aus dem Wank kriegt, deswegen machen wir über ein paar Fahrplanreserven rein. Aber hier ist plötzlich der Fahrplan wieder sehr stramm gespannt. Oder es lag an den 2 Zwangsbremsungen, die wir mittlerweile hatten hier. Stimmt, ja. Dass sich dann irgendwas verschoben hat. Stimmt, die Zwangsbremsung hatten wir auch. Die waren ja beide nach der Abfahrt in Lüneburg. Ja, die können uns natürlich auch, aber die haben uns wahrscheinlich auch eine halbe Minute, vielleicht so eine ganze Minute gekostet. Das stimmt schon. Ja, okay, da haben wir eine Ursache gefunden. Die Zwangsbremsungen sind schuld. Aber eine Minute, das ist noch freundlich. So, wo dürfen wir denn ausfahren? Mit 80. Das Ganze mal noch ein bisschen beschleunigen. Jetzt sind wir wieder zurück auf die Hauptstrecke, ohne dass uns ein Zug überholt hat.
Sonst hätten wir natürlich auch 5 Minuten Wartezeit oder so hier gehabt in Wiedenbüttel. Dann haben wir einmal einen Intercity in die Gegenrichtung mit einer 101 davor. Das geht hinter. Okay, das ist ein Autozug, nicht ganz ein Intercity. Aber der sah, aber der sieht halt auch so weiß-rot. Weiß mit rotem Streifen. Das sind dann halt weiße Autos mit einem roten Streifen, mit roten Waggons. Die auch nicht so sprechen. Das sah das von Distanz aus wie ein Intercity-Waggons. Und es war eine 101, also eigentlich die Intercity-Lokomotive, die da vorhing. Also ich habe jetzt sehr schief geschaut und es war doch eine andere Lok, aber ich bin mir, es wäre eine 101 gewesen. Korrigiert mich in den Kommentaren. Aber ich bin mir zumindest ziemlich sicher. So. Nächster ist Bad Bevensen bei 109,2. Das ist gar nicht mehr so weit. Noch 7 Kilometer. Nur ein bisschen krass, wie die Beschleunigung von der Lok. Wir sind jetzt schneller bei 150. Also die beschleunigt schon recht gut, die Lok hier. Ja. Das ist eine Bombardier Trax 2. Lokomotive. Sehr gerne genutzt im Regionalverkehr, als auch im Güterverkehr. Also nicht die 146 ist, sondern da ist dann die 145, ist die güterzugoptimierte Variante. Ich glaube, die 185 gibt es auch noch, das ist auch noch eine Trax. Also es gibt mehrere Baureihen von der Trax 2. Die 146er, das sind die für den Regionalzug. Ach, na, und natürlich bei der Intercity 2. Die, Doppelstock-Intercities, also die Intercity 2, da gibt es ja so einmal die Stadler-Kiss-Triebwagen-Garnituren und da gibt es ja immer die lokbespannten Doppelstock-Wagenzüge und die aus Bombardier-Trax-Wagen und also Bombardier-Trax-Lok und aus Bombardier-Twindex-Wagen bestehen und da gibt es entweder 146er, also Trax 2 davor gespannt oder 147er, also Trax 3 Lokomotiven davor gespannt. Das sind beide Optionen. Und halt eben noch die 4 als auch die 6-teiligen Radler-Kiss-Züge. Die 4-Teiler fahren ja zwischen Dresden und Rostock und die 6-Teiler fahren ja, glaube irgendwie Stuttgart-Schweiz da unten. Fahren die 6-Teiler, glaube. Und ansonsten fahrt über eine Republik die Doppelstock-Intercities von Bombardier. Und vereinzelt jetzt immer noch ein paar Intercity 1 an den Touren. Die sterben ja langsam nach und nach aus. So. In 4 Kilometern kommen wir noch auf ein rotes Signal, weil 0 km/h ist ein rotes Signal automatisch. Aber wir sind ja auch schon gleich da bei 109,2, also. Ja, ne? Oh. Wir müssen an diese Aussteigenansage. Stimmt, wir haben dieses Crash 4 vergessen. Wie viele Halte haben wir es noch vergessen? Das ist der vorletzte Halt hier, Bad Bevensen, also. Ich weiß es nicht. Durchbrech das so einmal ein und fügt das dann einfach jedes Mal im Schnitt dann ein. Ja, nee, Scherz, wir haben das natürlich immer gemacht. Ja, genau. Das war jetzt, keine Ahnung, warum wir das gesagt haben, wir es vergessen haben. Nein, nein, das war jedes Mal nächste live Station direkt eingefroren. Das ist nicht im Schnitt reingeschnitten worden. Nein, nein. Oh Gott. Aber ich Pascal kenne, ist der viel zu faul dafür. Ja. Ein bisschen eher bremsen können. Aber es passt noch. Wette, wette, Fahrradkett. Aber es passt noch. Sehr gute Frage, ist denn der Auto spielt sich in Fahrtrichtung rechts? Oh! Ich hab's selber gedacht, aber du hast mich wieder nicht daran erinnert, ne? Ich hab's wieder vergessen, es war komplett aus meinem Kopf raus. Ja, wir haben ja gerade drüber geredet, ne? So schnell müssen wir nicht schon wieder drüber reden. Eieieiei. Und dann haben wir auch schon wieder grün. Naja, rotes Signal, 4 Kilometer wahrscheinlich einfach nur, weil noch ein Zug vor uns irgendwie rumdümpert. Und der ist 4 Kilometer vor uns. Das sind wahrscheinlich, keine Ahnung, 3 Blockabschnitte oder so hier bei der Blockdichte. Deswegen, also. Aber die LZB ist halt einfach sehr vorausschauend. Halt 4 Kilometer vorausschauend und teilweise. Wenn da ein Zug 4 Kilometer vor dir herdümpelt, naja, dann kriegst du halt hin und wieder mal angezeigt, ja, erwarten sie 0 km/h und dann springt sie wieder hoch auf 160. Ist halt so, weil einfach dann das Signal noch rot ist und dass der ECB dann auch davon ausgehen muss, dass halt eben wir dann auf ein rotes Signal zusteuern.
So, Bad Levens 1848 ist Abfahrt. Oh, wir sind ja pünktlich. Wir sind ja pünktlich. Ich habe die Minute wieder rausgefahren. Alles tippitoppi. So, der nächste Halt ist dann schon Uelzen. So, Türen zu. Und auf geht's. Auf zu unserem letzten Halt. Let's go! Und dort heißt es noch schön rangieren. So, wir haben unsere schönen HV-Signale. Das sind ältere Bauformen. Nicht die modernste Bauform, also modernste von Anfang der 90er, Ende der 80er Jahre. Überall sprießen sie aus dem Boden, diese Magneten. Und stell irgendwas. Stellwerke. Jetzt, mir ging es jetzt gerade um die Signaltypen. Das sind ja noch HV-Signale. Ja, und mir ging es um die gelben Kästen auf dem Boden. Also ja. Meine Signale sind hier HV-Signale. Das ist eins durch den modernsten Bauformen. Also von Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. So modern wie HV-Signale halt eben sind. Seit Mitte der 90er Jahre gibt es ja nur noch die KS-Signale, die aufgestellt werden. Also seit 1994 mit der Fusion von Bundesbahn und Reichsbahn zur Deutschen Bahn hat man auch ein neues Signalsystem eingeführt, gleichzeitig. Was dann natürlich ein deutschlandweit einheitliches Signalsystem sein soll. Und aktuell haben wir im Osten noch die HL-Signale und hier halt eben im Westen die HV-Signale, beziehungsweise noch überall die HV-Formensignale, die halt eben von Formen. Zweiten Weltkrieg sind. Beziehungsweise von der Zeit direkt nach dem Krieg. Da wurden ja auch noch einige Formsignale aufgestellt. Mit den Lichtsignalen ging erst so richtig in den 50ern los. So, bei circa, wir machen nochmal einen Streckenwechsel in Uelzen. Wir gehen dann auf eine andere Bahnstrecke rüber. Also von den Gleisen her halt eben, auf die wir dann halten. Weil hier unsere Bahnstrecke, da sind die 100er Gleise in Uelzen und dann gibt es dann noch rechts neben uns noch eine zweite Bahnstrecke, die dann dazukommt. Und die Gleise, die von der Bahnstrecke ausgehen, sind die 300er Gleise. Und wir sind halt eben die Züge, die hier in Uelzen enden, aus Richtung Hamburg, die enden immer auf der 301. Das ist halt eben dann von der anderen Bahnstrecke da drüben ein Gleis. Deswegen. Aber an sich ist Uelzen dann bei 96,4, ob ich es richtig berechnet habe. Also ich habe das gerade gut zu sehen. Jetzt kam mir gerade 4 Kilometer ins Rot und plötzlich hat das Signal doch auf grün geschalten, weil der Zug dann weit genug weg war, dass wir auf grün schalten konnten, das Signal. Deswegen muss ich mich nicht mal gleich einschüchtern lassen, wenn da 0 km/h dasteht. Sondern man dann einfach weiter, bis es mal sagt, Bremseinsatzpunkt erwarten. Oder wenn man aber merkt, dass zum Beispiel das immer häufiger kommt, dass mit den 0 km/h und auch der rote Balken dann immer näher an einen rankommt und man nur so ein Stückchen weiter springt, dann weiß man, dass der Zug vor einem langsamer fährt als man selber, was man früher oder später halt eben dem, ich sag mal, hinten auffährt, den Zug, in Anführungszeichen, im Sinne von, dass man immer ein gelbes Signal da rein hat und bremsen muss. Und da gibt es dann zum Beispiel Sinn, wenn man einfach seine Geschwindigkeit reduziert. Zum Beispiel, wenn der Zug vor allem 120 km/h fährt, sind dann einfach auch nur 120 km/h fahren. Also fahren wir immer konstant 120 km/h, statt dass wir 160 km/h fahren und dann wieder stark runterbremsen, wieder beschleunigen, wieder stark runterbremsen, wieder beschleunigen. Das ist ja kein Fahrkomfort, sage ich mal. Ne? Und vor allem bei Fernzügen bietet das sich da an, weil bei Fernzügen will man ja auch einen gewissen Service bieten, ein angenehmes Fahrgefühl und so weiter und so fort. Deswegen die ICE ist ja auch so früh anfangen zu bremsen, hier in der Elster. In der LZB zu bremsen, auch immer früher schon, als wir in der PZB bremsen würden. Das sind noch viel flachere Bremskurven, als auch in der PZB uns angezeigt werden. Wenn man überlegt, von 160 km/h auf 85 km/h in 23 Sekunden, das ist schon eine sportliche Bremsung, die die PZB von einem verlangt. Suchtbeeinflussung. Während die LZB natürlich da viel komfortabler unterwegs ist mit den Bremskurven. Sehr geehrte Fahrgäste, wir erreichen nun unseren Zielbahnhof Uelzen. Dort bestehen für Sie folgende Anschlüsse.
Der Regionalexpress 20 nach Magdeburg Hauptbahnhof um 19.02 Uhr von Gleis 304. Die Regionalbahn 37 nach Langwedel um 19.07 Uhr von Gleis 302. Die Regionalbahn 47 nach Braunschweig Hauptbahnhof um 19.08 Uhr von Gleis 303. Der Metronom RE2 nach Göttingen über Hannover. So, da sehen wir schon ein paar Züge abgestellt. Und Gleis 103. Und der ECE 1677 nach Hannover Hauptbahnhof um 19.15 Uhr von Gleis 101 am selben Bahnsteig. Bitte beachten Sie auch die Lautsprecherdurchsagen am Bahnsteig. Dieser Metronom wird im Anschluss verschlossen und in die Abstellung gebracht, wo er auch bis morgen früh verbleibt. Das Team des Metronom verabschiedet sich von Ihnen. Einen schönen Abend und auf Wiedersehen. Zugbeeinflussung. So. Genau, jetzt noch relativ genau 1 Kilometer. Hier mal das riesige Werk von Nordzucker. Also mal euch gefragt habe, wo euer Zucker herkommt. Nächste Station ist Uelzen. So, jetzt geht's einmal hier rüber auf die andere Bahnstrecke, die ja gerade gekommen ist. Über dieses Gleis hier. Und dann einmal rauf auf Bahnsteig 301. Sehr geehrte Fahrgäste, der Ausflug befindet sich in Fahrtrichtung links. Wir bitten alle auszusteigen. Vielen Dank für Ihre Fahrt. Wie Ihre Fahrt? Ja, mit Fahrt. Ach komm. Es war gerade schnell und spontan. Auch hier sehen wir uns natürlich wieder. Zugtreffen. Wir kommen zur kurz vor der vollen Stunde an. Und alle Züge stehen hier, damit die Leute alle schön umsteigen können. Ich finde Uelzen auch ein interessantes Bahnhofsgebäude vom Architekturstil. Ja, stimmt. Ich weiß gar nicht, es kann sein, dass gerade Fake News verbreitet, aber... Ich bilde mir ein, das wäre, oder? Nee. Oder war der... Irgendwas in meinem Kopf sagt mir irgendwie, dass der Bahnhof von vom berühmten Architekten Hundertwasser sein soll. Aber ich kann natürlich sagen, jetzt gerade komplett Mist. Aber irgendwie, was verbinde ich das mit irgendwie mit Hundertwasserbahnhof? War das in Uelzen oder war das doch woanders? Auf jeden Fall sieht er natürlich nicht alltäglich aus. Übrigens, da haben wir den... RE2, der von Uelzen weiter über Hannover nach Göttingen fährt. Den kann man dann hier umsteigen, steht drüben auf der 101. Hundertwasserbahnhof, ja. Uelzen. Also doch, ja. Das ist dann mir richtig gemerkt. Uelzen ist von Hundertwasser Bahnhof geplant worden. Weil hier 2018, wo der Fahrplan spielt, ist es so, dass es noch... So ist es, der RE3 immer stündlich halt eben von Hamburg hier bis Uelzen fährt und dann der RE2 von Uelzen stündlich bis Hannover fährt und alle 2 Stunden noch weiter bis Göttingen fährt. Heute ist es so, dass der RE3 stündlich bis Uelzen fährt, alle 2 Stunden weiter bis Hannover fährt und immer zu der Stunde, wo der RE3 nicht nur bis Uelzen und nicht bis Hannover fährt, da fährt ein RE2 von nach Hannover und weiter nach Göttingen. Das heißt, dass die Fahrten jetzt von Hannover bis von Hamburg nach Hannover jetzt 2-stündlich durchgebunden sind und man nicht mehr hier in Uelzen umsteigen muss. Außer wenn wir nach Göttingen, dann muss man in Uelzen umsteigen. Oder man will halt einfach zu der anderen Stunde fahren, wo jetzt der Zug nicht durchgebunden ist, dann muss man weiter hier in Uelzen umsteigen. Aber wir haben noch den Fahrplan 2018. Und das ist halt eben, dass alle RE3s hier enden. Und nicht bis Hannover durchgebunden sind. Aber es gibt vereinzelt, gibt es das mal, dass hier RE2 und RE3 Züge durchgebunden sind. Also dass einfach hier stehen würden und dann einfach dann als RE2 weiterfahren würden. Beziehungsweise in die Gegenrichtung. Gibt es auch Szenarien, werden wir auch eines fahren. Das wird die allerletzte Folge sein, wo wir einfach nochmal die gesamte Strecke Revue passieren lassen. Wo wir mal in die Gegenrichtung die gesamte Strecke wieder runterfahren werden. Also dann etwas... größere XXL-Folge zum Abschluss. Ach du meine Güte. Ja. Oh, aktuell die Folge ist doch relativ kurz, muss ich sagen. Also für Zusi-Verhältnisse, wir sind bei 1 Stunde. Knapp.
Also für euch ist es knapp eine Stunde. Für uns ist es jetzt schon knapp über eine Stunde, weil wir was rausschneiden mussten am Anfang ja vom Laden, aber... Also das kann man schon als signifikante Dauer betreiben, ne? Also für Zusi ist es eine durchschnittliche Folge. Die letzte Folge waren anderthalb Stunden, ne? Na gut, wir müssen auch noch rangieren. Stimmt, wir müssen ja noch rangieren. Ja, da kommen wir mit einer Sache drauf. Ich würde sagen, ich spule vielleicht ein bisschen vor. Planmäßig Abfahrt zum Rangieren ist 19.02 Uhr. Das heißt, ich spule mal ein bisschen vor. Unser Signal, das sehen wir da vorne gerade ein bisschen schlecht. Was versteckt sich hier? So ein rotes Lichtchen da irgendwo zwischen den Pfosten von der Oberleitung. Müssen wir mal schauen, ob wir sehen, erkennen können, dass das Licht hier auf grün springt. Einmal ein ICE. Da ist irgendwas auf gelb und grün irgendwie umgesprungen. Das klingt doch super. Jo. Dann spüre ich nochmal vor, bis es wirklich 2 ist. Also 2 nach oben. So, jetzt mache ich die Türen zu. Und dann fahren wir als Rangierfahrt mit 20 km/h, also eigentlich wir können ja maximal 40 km/h fahren, aber es wird wahrscheinlich sein, dass wir über rote Signale drüber fahren müssen, was bedeutet, dass wir 500 Hertz Magneten auch bekommen werden und die zwingen uns dann ja zu 25 km/h runter zu bremsen, ne? Weswegen ich einfach nur 20 km/h fahren werde. Und nicht 40 km/h, was möglich ist. Einfach um den 500 Hertz Magneten aus dem Weg zu gehen, weil wenn wir natürlich dann zu schnell sind, dann würden wir natürlich gezwangsbremst werden. Zugbeeinflussung. So, da haben wir einmal auch einen Zug aus Doppelstockwagen und 146, aber im verkehrsroten Farbkleid der Deutschen Bahn. So, und unsere Aufgabe ist jetzt natürlich die ganze Zeit hier unten diese kleinen Warzensignale mit den zwei roten Lampen oder den zwei weißen Lampen zu schauen, ob wir denn fahren dürfen, weil haben wir zwei horizontale rote Linien, dann dürfen wir nicht fahren, übrigens sind horizontal wie so ein Formsignal, was Halt zeigt, und wenn wir so zwei schräg aufsteigende weiße Punkte haben, wie beim Formsignal schräg aufsteigend, dann dürfen wir fahren. Und das sind jetzt unsere Signale, auf die wir achten müssen, ne? Neben den großen Signalen natürlich auch. Aber die spielen nur zweitrangig für uns in Bedeutung. Erstrangig sind jetzt die Rangiersignale, diese kleinen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel ein rotes Signal haben, aber da ein Rangiersignal ist, was uns Fahrt sagt, dann dürfen wir drüber fahren. Wenn auch natürlich nur mit PZB-Befehl. Aber wir dürfen trotzdem drüber fahren, weil wir haben Rangierfahrt, aber keine normale Fahrt. Also normale Züge dürfen nicht drüber fahren, aber Rangierzüge dürfen wir drüber fahren. So, da haben wir ein rotes Signal, aber ich kann kein Rangiersignal erblicken. Weswegen ich davon ausgehe, dass wir an diesem roten Signal hier einfach stehen bleiben. Und dann einmal Zugbeeinflussung die Richtung wechseln. Genau. Und das sieht auch mal das andere. Ja, der ist gerade ein bisschen geschwankt. Wir sehen so auch mal das den anderen Steuerwagen mit dem modernen Cockpit. Uns ist aufgefallen, wir werden tatsächlich kein einziges richtiges Zugszenario mit diesem Cockpit fahren, sondern nur mit dem anderen, was wir in der letzten Folge schon hatten, ne? Mit dem man ja nicht so gut fahren kann, sage ich mal. Also, weil es halt relativ alt ist und keine LZB unterstützt. Das hier unterstützt LZB schon, ist ein bisschen moderner. Aber ja. Mit dem werden wir nur hier diese Rangierfahrt einmal unternehmen. So, und ich werde jetzt einmal vorsetzen. Mal schauen, was die Rangiersignale für uns so sagen. Warum gibt der keine Leistung, der Zug? Okay.
Der Türwahlschalter war auf beide Seiten Türen öffnen gestellt, warum auch immer. Und die Türfreigabe war drin, das heißt, ich muss erstmal die Türen schließen. Warum auch immer hat das Spiel sich gedacht, lass mal die Türen öffnen. Naja, du steigst ja aus, läufst draußen nach hinten und steigst durch irgendeine Tür wieder ein. Und der Zug weiß natürlich nicht, durch welche Tür du einsteigst. Stimmt, ich kann ja nicht einfach von der Lok in die Waggons reinspringen, das geht ja schwer. Weil jetzt bin ich ja... Hallo? Hallo? Nee. Wir haben vorne und hinten eine Lok? Sifa. Wir fahren in Sandwich-Traktion. Also Sandwich-Traktion heißt vorne eine Lok, hinten eine Lok und dazwischen Waggons. Ja, wir haben hier ja unseren normalen Zwangsbremsung. Okay, warum muss ich bestätigt, weil ich draußen gucke. Zwangsbremsung. Weil ich draußen geguckt habe und nicht drin. Aber absolutes Chaos. Wir haben hier unseren Steuerwagen, aber da hat jemand einfach noch eine Lok dran gehangen. Interessant. Okay, dann sind wir im Sandwich unterwegs gewesen die ganze Zeit, ohne dass ich es gemerkt habe. Nur das ist krass, wie Beschleunigung von der Kutti. Wir sind jetzt schneller bei 150. Ja, oder es wurde jetzt beim Rangieren dran gehangen. Nee, das ist in Susi nicht möglich, dass Züge verändert werden. Okay. Okay, also ihr habt doch nicht das moderne Cockpit gesehen, das ist einfach wieder dasselbe Lok-Cockpit wieder. Also weiß ich nicht, ob das... Ich hab mich gewundert, was sich jetzt so groß geändert hat. Das ist moderne Steuerwagen, wie überhaupt man sehen will. Übrigens hat Susi jetzt gerade irgendeinen Bug, weswegen irgendwie gerade die Icons vom Desktop kurz durchgelookt haben. Das bitte ich zu entschuldigen. So, und wir können gleich wieder einmal anhalten, weil wir haben da ein rotes Signal ohne irgendwelche Rangiersignale, die uns Fahrt geben. Deswegen ich dann einmal gleich anhalten werde. Und dann heißt es vorspulen. Übrigens, da ist der RE2, der weiter nach Hannover fährt. Zugbeeinflussung. Der fährt da drüben jetzt gerade los. Wir müssen jetzt mal warten, bis alle Züge ausgefahren sind hier aus dem Bahnhof, nach und nach. Und dann können wir die Gleise queren. In einer kurzen Sekunde wären dann mal gerade kein Zug unterwegs, da kommt noch ein ICE. Einfach mal vorspulen, ne? Bis grün wird. Jo. Hier kommt noch ein Erix. Naja, es ist ja nach der vollen Stunde, deswegen fahren jetzt nach und nach alle Züge wieder raus. Da ist noch ein Güterzug unterwegs. Also, ihr seht, hier ist schon ein bisschen was los auf der Strecke, ne? Und da ist noch Intercity. Und jetzt, wir haben sogar richtige Fahrt, wir haben keine Rangierfahrt bekommen, wir haben richtige Fahrt bekommen. Das ist ja hier fast Luxus. Zugbeeinflussung. Wir sind so als richtige Fahrt unterwegs, nicht als Rangierfahrt. Aber mehr als 40 dürfen trotzdem nicht fahren, weil wir langsam Fahrt bekommen haben. Und viel mehr als 20 war jetzt auch nicht unbedingt, weil vielleicht 500 Hertz Magneten könnten trotzdem noch wettern. Vor allem, weil wir gelb-gelb bekommen haben als Vorsignal. Das heißt, das nächste Hauptsignal ist rot. Das heißt, es kommt ein 500 Hertz Magnet auf uns zu. Muss sein, dass wir mit zwei Loks gefahren sind, habe ich gar nicht gespürt, dass ich doppelte Leistung hatte. Eine doppelte Bremskraft. Ja, aber auch doppelte Leistung. Naja, aber doppelte Bremskraft, das hast du vielleicht schon gemerkt. Ne, aber ich meine, das ist sonst, wenn ich mit der Lok in Einzeltraktion fahre, ist auch so, dass die stärker bremst als ich immer als andere Züge, in denen ich fahre. Deswegen. So, jetzt seht ihr das. An sich ist das Signal immer noch rot. Aber es ist nur noch eine rote Lampe statt zwei roten Lampen. Und wir haben halt eben ein Rangiersignal bekommen gleichzeitig noch. Weil früher im H-Pausing-System war es halt eben so, dass eine rote Lampe war einfach nur Halt. Und zwei rote Lampen sind halt eben Halt für alle Züge und auch Rangierzüge. Deswegen hat man früher so gemacht, deswegen posieren noch viele
der älteren HV-Signale so sind irgendwann auf die Idee gekommen ist mit so, naja, wenn aber nur ein rotes Licht ist und kein weißes Rangiersignal da ist, dann dürfen Rangierzüge auch nicht fahren. Also reicht doch einfach, wenn man nur ein rotes Licht macht und wenn die Rangierzüge fahren dürfen, dann kommt noch, jetzt kann man wieder der interessante Bug, dass meine Icons dadurch gelugt haben, und nur wenn die fahren dürfen, dann kommt einfach noch ein weißes Licht dazu, dass man einfach das zweite rote Licht ausschaltet. Hat man sich damals einfach so gedacht, nur zwei rote Lichter. Interessant, warum das Tor noch geschlossen war. Ich dachte, wir wären außerhalb jetzt hier irgendwie abgestellt, deswegen, bis ich gesehen habe, warte mal, die Weichenzungen sind aber Richtung Tor gestellt, warum ist das Tor noch offen? Aber grün haben wir ja die ganze Zeit, deswegen. Ja, da war wohl der Azubi nicht die Tore, nicht rausgegangen und hat die Tore geöffnet. Sifa. Sifa. Jetzt haben sich, sind hier gerade Icons aufgegangen, die ich noch nie gesehen habe, ehrlich gesagt, bei so einem, bei dem Zug. Jetzt bin selbst ich gerade überfordert, was ist passiert. Nicht erschrecken, jetzt kurz Zukunft, Pascal. Und zwar, ich glaube, ich habe herausgefunden, was wir half gemacht haben hier bei der Abstellung von unserem Zug. Deswegen werde ich jetzt nochmal ganz kurz durchgehen. Und zwar Schritt 1. Das Tor ist geschlossen. Was macht der normale Mensch vor einem geschlossenen Tor? Richtig, er hält an. Vor allem, weil er auch den Befehl bekommen hat zum Anhalten durch diese rote Sperrtafel dort. Und man bleibt nicht einfach durch. So. Jetzt müssen wir mal schauen. So. Meldungsfenster. Grüß dich, Kollege, du darfst da was. Jetzt habe ich hier vorgespult und ich kann es gerade nicht beenden, das Vorspulen. Doch, jetzt. Du darfst am Wartezeichen vorbeifahren, weiter in die Abstellung. Acht bitte auf die Oberleitung. Ja, das haben wir beim letzten Mal nicht gemacht. So, jetzt hat nämlich der Kollege hier das Tor für uns aufgemacht. Und wir können reinfahren und müssen natürlich aufpassen wegen der Oberleitung. Erst die Bremse lösen, dann losfahren. Und ich glaube eher, dass der Lok den Sprubblim runtergefahren hat vorhin, weil einfach die Oberleitung weg war und der Stromnehmer keinen Anpressdruck mehr hatte an die Oberleitung, weil gab ja keine Oberleitung mehr und deswegen sich aus Sicherheitsgründen runtergefahren hat. Jetzt sehen wir auch, wir werden hier auf ein anderes Gleis geleitet. Und vor allem da hatten wir auch dieses blaue Schild da, das sehen wir im Geradeauspfeil. Das heißt, keine Oberleitung. Da sind wir einfach geradeaus dann weitergefahren. Das heißt, ich hätte eigentlich erkennen müssen, warte mal, ich war hier in einem Bereich ohne Oberleitung. Anfang habe ich nicht. Und jetzt werde ich auch ein ganz anderes Gleis geleitet, was auch eine Oberleitung hat. Und ich auch meinte, dass ich das letzte Mal immer auf ein Gleis mit Oberleitung geleitet wurde. Was vielleicht daran lag, dass ich auch vor dem Tor gewartet habe und nicht einfach gequatscht habe und dann durchgerauscht bin. Ich war noch ein Stückchen. Auf der anderen Gleis ist überall schon die Oberleitung weg. Und bei uns geht jetzt auch gleich die Oberleitung weg, da ist das blaue Schild. Mit Achtung, Oberleitung, Ende. Dann würde ich jetzt hier mal stehen. Ich habe vorhin das Szenario schon mit einem Autopiloten mir komplett auch angesehen. Weil ich sehen wollte, wie der das macht. Der ist vor dem Tor stehen geblieben und der ist dann noch ein Stückchen weiter gefahren, glaube ich. Aber da kommen auch keine Auswertungen. Also vielleicht ist doch irgendwas mit der Auswertungsgenerierung hier nicht ganz richtig. Auf jeden Fall waren wir auf dem falschen Gleis. Ne, Auswertungen kommen nicht, aber auf jeden Fall, so ist eher richtig. Jetzt haben wir den Zug auch ordentlich abgestellt. Aber einmal wieder zurück zur Folge zu verwirrtem Vergangenheits-Pascal. Tatsächlich, der Stromabnehmer ist unten. Ne? Und wir haben hier keine Oberleitung. Ach, der Abstellbahnhof hier ist ohne Oberleitung. Ah. Was ist das denn für eine Panne? Nee, ich verstehe, der ist hier ohne Oberleitung, der Abstellbahnhof.
Jetzt haben wir keinen Strom mehr, deswegen können wir fahren. Wenn die Züge dann hier wieder, und wahrscheinlich ist dann irgendwas da drin, was dann dafür sorgt, dass der Stromnehmer automatisch runtergefahren wird. Also ist eine Systemtrennstelle da drin, irgendwie, der versorgt, dass der Stromnehmer automatisch runtergefahren wird. Wenn man dann hier wieder rausfahren will, muss man das entweder von einer Rangierlokomotive, von so einer kleinen Diesel-Rangierlokomotive, muss man entweder rausgezwungen werden. Oder die Loks haben auch eine Batterie, eine kleine drinne, um bei dem Systemtrennstellen oder zum Beispiel zwischen zwei unterschiedlichen Stromsystemen oder mal kurze, minimale Stromausfälle zu überbrücken, dass sie ja nicht sofort stehen bleiben. Dass sie so ein klein bisschen noch ohne Strom fahren können. Dass man entweder dann mit Hilfe der Batterie wieder rausfahren muss. Und dann ist es so geplant. Bisher, wenn ich in die Abstellung gefahren bin, bin ich immer hier drüben auf das Gleis gefahren, wo eine Oberleitung da ist. Ja, was machen wir jetzt? Ja, ich glaube, wir sollen hier stehen bleiben auf dem Gleis. Ich glaube, es ist unser Abstellgleis. Wir kriegen jetzt... Oder ich habe irgendwas falsch verstanden. Klärt mich sehr gerne auf, wie das funktioniert. Ich habe gar keine Ahnung, was hier passiert. Würde mich auch mal interessieren. Das ist mir tatsächlich auch noch nie passiert. Und ich bin schon ein paar Mal hier rangiert. Bisher bin ich immer in einem Gleis mit Oberleitung gelandet. Außer ich bin über ein rotes Signal drüber gerollt beim Rangieren, weil ich nicht aufmerksam genug war und bin dann beim Rangieren auf ein falsches Gleis geleitet worden, weil ich das rote Signal überrollt habe. Aber ansonsten bin ich eigentlich immer unter Oberleitung gelandet beim Rangieren. Und es ist auch nie passiert, dass irgendwie automatisch das hier runtergefahren wurde. Also ja, war alles heute Folge. Rangieren habe ich doch was Neues erlebt, was ich gar nicht kenne. Wir sind im Sandwich gefahren, ohne dass ich es wusste. Fand die Folge. Aber ja, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss. Tschüss.